Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Heute für mich persönlich eine ganz besondere Mod-Vorstellung, denn eine meiner Lieblingsloks hat es endlich nach Transportweaver 2 geschafft, und zwar die Baureihe 120 der Deutschen Bundesbahn. In der Modwerkstatt und auf Steam wurde sie veröffentlicht gestern um 18 Uhr. Wurde auch schon groß vorangekündigt auf dem Twitter-Kanal der Modwerkstatt und ich war wirklich sehr, sehr, sehr erfreut, denn nach der 103er ist das für mich einfach die E-Lok überhaupt. 65 Stück wurden davon damals gebaut. 1979 ging hier die Vorserie in purpurrot Elfenbein im TEE-Look auf die Schiene an die Deutsche Bundesbahn. Diese schaffte erstmal nur 160 km/h bis auf die 120.005. Die war schon für 200 km/h ausgelegt, ist in dem Set auch enthalten. Die habe ich hier jetzt nicht geparkt, weil die unterscheidet sich optisch nur leicht von der Variante für 160 km/h. 17 Loks sind in dem Paket drin. Habe jetzt aber nicht alle hier abgestellt. Zum Beispiel hier, wie ich ja gerade schon sagte, die Vorserie hier im Purpurrot Elfenbein. Da habe ich nur eine von abgestellt und auch die orientroten und verkehrsroten Varianten. Da habe ich nicht alle geparkt, sondern nur einige. Ja, 65 Stück wurden gebaut, hatte ich schon gesagt. 1986 ging dann die Serienfertigung los und es war damals ein Meilenstein der Technik, weil es war die Drehstromlokomotive, die erste Drehstromlokomotive. Und die Technik dieser Lok hier, die ging dann auch mit über in die Entwicklung des ICE-1. Und ja, man kann so sagen, das hier ist so der Vorreiter des ICEs, was die Technik angeht. Und für mich optisch auch eine wunderbare Lokomotive und passt auch perfekt zu unserer Bundesbahnkarte hier. Die wird auf jeden Fall auch definitiv vor den Zügen fahren. Sogar hier im TEE-Look, da werde ich einen schönen TEE-Zug zusammenstellen. Auch wenn es natürlich nicht ganz realistisch ist. Aber hatte ich ja schon öfter gesagt, hier fährt alles, was bei der Bundesbahn gefahren ist. Ich bin da auf keine Epoche festgelegt. Joa. Ab 2016 wurden die Loks dann ausgemustert, die Vorserie ein wenig früher. Die wurde abgemustert, also nicht abgemustert, sondern ausgemustert. Bis 2002 war diese dann verschwunden. Ja, wir legen einfach mal los. Riesendank nochmal, bevor wir loslegen, an die Modwerkstatt, dem guten Trunky. Super Modell, wirklich klasse, wie viele verschiedene Varianten. Also Riesendank, falls ihr das schaut. Ja, hier vorne haben wir, wie gesagt, die Variante im Purpurrot-Elfenbein. Wirklich grandioses Modell ist das geworden. Schön mit Beleuchtung natürlich auch. Das ist ja mittlerweile ja Standard bei den ganzen Loks, die rauskommen. Boah, Wahnsinn, kann man sich nicht satt sehen, oder? Das ist so, so detailliert und so, so schön texturiert. Wir nehmen mal Platz, gucken als erstes mal hier in den Führerstand. Und das ist doch klasse, oder? Also, Wahnsinn, sogar hier oben die Nummer. VMAX 160 km/h. Genial. Einzigste kleine Manko ist, wir haben hier keine vorpositionierten Kameraperspektiven, aber das ist, man kann ja hier mit WASD und den Pfeiltasten kann man hier fliegen, wie man will und sich dahin postieren, wo man möchte. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Auch hier unten die ganze Federung, das ganze Fahrwerk, die Kupplung, die Puffer. Sehr, sehr schick. Die Belüftungsgitter hier oben dran. Der Dachaufbau. Großes Kino. Ja, das ist, wie gesagt, die Vorserie. Und dann haben wir hier die Variante in Orientrot ab 1986. Das ist auch die Vorserienvariante in orientroter Lackierung.
wendezugfähig sind diese Lokomotiven natürlich auch. Und ja, Orientrot ist jetzt immer noch besser als Verkehrsrot, aber Orientrot war natürlich ja auch nicht so das Nonplusultra, aber ist halt wirklich die Farbe auch mit meiner Kindheit. Viele, viele Züge, die ich damals gesehen habe, sind mit Lokomotiven in orientroter Lackierung gefahren, aber sahen oft auch ziemlich ramponiert aus, weil die Farbe ist natürlich ziemlich schnell ausgeblichen. Dann haben wir hier die Variante in Orientrot der Serienlok, die 120-104-5. Unterscheidet sich jetzt nicht optisch so stark von der Vorserie. Aber da es die Serienlok ist, habe ich sie hier auch mal hingestellt, auch wenn es natürlich dieselbe Lackierung ist wie hier vorne. So, einmal weiter. Und dann haben wir hier die Variante der AEG-Lackierung. Der Umwelt zuliebe, innovative Technik AEG. Den weißen Streifen hier unten. Herrlich, wirklich. Also, vielleicht wiederhole ich mich, aber ich kann mich daran nicht satt sehen, den Zug hier fahren zu lassen, hier vorne über die schöne große Brücke. Also, das ist dann schon, da freue ich mich schon drauf. So, das war die falsche. Wir waren hier vorne. Ja, ich springe gerade so ein bisschen. Entschuldigt. So, hatte ich ja gerade schon vorgegriffen. Dann haben wir hier nochmal eine orientrote Lackierung. Diesmal mit Scheibenbremsenwerbung quasi. Die Lok hier war mit Scheibenbremsen bestückt. Und dann hier an der Seite halt der Slogan dazu: Hochleistungslok mit Scheibenbremsen, Deutsche Bahn und ABB. ABB Henschel. Und dann kommt die verkehrsrote Variante, die ja dann ab 1996 nach und nach alle Lokomotiven und Wagen bekommen haben. Und da diese Lok natürlich im schweren Fernverkehr oder dem hochklassigen Fernverkehr und Intercity-Betrieb eingesetzt wurde, wurde diese natürlich gleich mit als erstes umlackiert. Ja, ihr wisst, was ich von Verkehrsrot halte. Dann haben wir hier die Variante der DB Systemtechnik. Und ihr seht schon hier, steht gar nicht 120. Bei der DB Systemtechnik ist die Lok unter der Bezeichnung Baureihe 752 geführt worden. Ist jetzt natürlich kein großer Unterschied zu dieser Lok hier. Nur, dass hier halt die Baureihenbezeichnung eine andere ist. Dann kommt mein Favorit dieses Pakets. Und zwar ist das die Lok in Märklin. Lackierung, Folierung mit Märklin-Werbung. Märklin My World. Technik erleben. Auch schön hier mit dem Lichtspiel, mit der Sonne. Das sieht natürlich schick aus gerade. Herrlich. Ja, klasse. Muss man schon ganz klar sagen. Zweifarbig lackiert. Hier mit dem roten Kopf und hier mit dem orange-weißen. Genial. Und dann haben wir nochmal eine Variante der DB Systemtechnik. Und diesmal in diesem, ja, gelb, leuchtgelb, Sonnenblumengelb. Und hier als Baureihe 120 wieder. Sehr, sehr cool. Ja, gucken wir noch mal im Depot, was es noch so Schönes gibt. Zu finden natürlich hier unter Elektroloks. Und dann habt ihr hier unten die BR120. Und dann seht ihr hier, die habe ich zum Beispiel vergessen aufzustellen. Die Lackierung in Ozeanblau-Beige. Die Lackierung existierte bei der Deutschen Bahn gar nicht. Sie war nur bei einem Modellbahnhersteller lackiert worden. Also das gab es nur als Modell, nicht in echt.
Hier ist die 120.005, hab da auch nochmal so ein bisschen Beschreibung dabei. Hatte ich ja eben schon gesagt, war von Anfang an für 200 km/h ausgelegt. Die Kopfform wurde optimiert, das Dach wurde verspachtelt, die Schürzen angebaut und der Knick wurde tiefer gezogen. Und dann haben wir hier die 120.005 nochmal in Orientrot. Die hatten wir stehen. Die auch. Die hatten wir auch stehen. Wieder die 120.005. Heute steht die Lok im Eisenbahnmuseum Weimar. Hier haben wir auch noch mal eine Vorserienlok. Dann haben wir noch hier Baden-Württemberg Werbung drauf auf einer Orientroten. Mit neuen Logo der Deutschen Bahn AG. Die mit dem Scheibenbremsen haben wir stehen gehabt. Die haben wir auch stehen gehabt. Die auch. Dann haben wir hier noch die 120-2 mit ausgerüstetem Nahverkehrspaket. Zugzielanzeiger. Und wurden von Rostock und Aachen aus bis 2018 eingesetzt. Und dann haben wir hier noch die Märklin-Lok und die DB Systemtechnik. Da haben wir natürlich verschiedene Erscheinungsjahre. Ganz klar. Das mal größer hier. So. Angefangen natürlich die Vorserie 1979 bzw. 1980. Und dann die Serienloks ab 86 und dann immer weiter aufsteigend bis 2013. Märklin-Lok 212 und so weiter und so fort. Ja, ein grandioses Paket. Ich bin immer wieder begeistert. Darauf habe ich wirklich noch gewartet. Definitiv, weil, wie zum Anfang schon gesagt, eine meiner absoluten Lieblings-E-Loks. Und ja, jetzt endlich auf die Schiene setzbar in Transport Viva 2. Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Und ich bin gespannt. Hoffe, die Lok gefällt euch. Das Einzigste, bevor ich das noch vergesse, sie hat halt Standard-Sound. Kein eigenes Soundpaket. Aber ist nicht so dramatisch. Nun gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet und mir so ein bisschen Feedback dalasst. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Lok. Wie gesagt, Download-Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei meinen nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ciao.